Giro del Apennino. Del Toro plus 2 Tagesform. Ah, dann kannst du das sogar gewinnen. Genau, gegen Pogacar gewinne ich mit Del Toro. Wie du immer tief stapelst. Also Platz 2 muss schon dein Ziel sein. Wenn du weißt, dass die alle für Pogacar arbeiten und den Rest von der Startliste kannst du doch bezwingen, ich bitte dich. Auf jeden Fall ein hartes Profil. Du bist auch auf 5 gelistet. Also da kann man ruhig mal sagen, man möchte aufs Podium kommen. Ja, aber jetzt haben wir an, zum Beispiel ein Rota ist stark. Naja. Ein Vauquelin hat bessere sekundäre Werte als Del Toro. Aber die kannst du doch alle schlagen, Champoussin. darum geht's doch. Das sind doch nicht in einer anderen Liga. Nee, genau, das geht natürlich. Aber jetzt da jetzt herzugehen und sagen, ich hole Platz 2, also ich finde das schon, also ich mag das nicht mehr so zu hohe Ziele zu setzen, um dann da irgendwie einzugehen. Okay. Ja, ich werde hier keine Das Chance haben. ist. Ich habe leider sehr schlechte Tagesform. Wegen mir können wir auch vorspulen oder willst du in die Gruppe oder was ist dein Plan? Nee, es geht schon gut los. Ich habe jetzt zum Beispiel erstmal Vollmer beschützt anstatt Del Toro. Das zeigt schon einiges über die Management-Skills an. Aber Ja. von mir aus können wir mal 4 machen bis zum ersten Berg. Ja, bei mir auch. Ich fahre bis ins Ziel einfach nur mit, so gut es geht, weil ich habe leider auch mit Lecerf minus 2. Das wäre halt einer mit Hügel 73, der eine Chance hätte vielleicht. Aber das ist jetzt leider schwierig machbar. Ja, und man sieht schon, die lassen keinen wegfahren. Also UAE kontrolliert jetzt schon das Rennen. Wobei ich schon gern UAE lässt wegfahren. keinen wegfahren. Valence und Covi machen einfach so viel Arbeit, dass keine Gruppe wegkommt. Irre. Ja, aber die müssen noch mal wen weglassen. Nee, lassen sie ja nicht, siehst du. Ja, aber das ist jetzt nicht nur Und die jetzt, UAE. Doch, weißt du, jetzt wann wir ein lassen sie. Problem haben, wenn UAE in die Gruppe geht? Ja gut, dann sollen sie halt. Jetzt lassen sie die aber fahren. Jetzt. Das sind 5 Leute. Ja, mei, die sind auch nicht besser als wir. Die sind noch viel schlechter, die da vorne sind. Top 10 will ich schaffen. Vielleicht schaffe ich das irgendwie, aber mit der Tagesform, das ist halt echt. Also bei so einem Wen Rennen. hast du denn hier? Wen hast du denn hier? Du hast Christen, das ist natürlich schon mal gut für das Rennen. Brenner. Ja, da merkt man, du hast halt bei solch, also sobald es bergig wird, kommst du halt nicht über Christen hinaus. Naja, Lecerf gibt es halt schon auch noch für hügelige Geschichten. Also Lecerf ist eigentlich der Beste hier, nicht Genau, Christen. du hast jetzt zum Beispiel keinen, so ein Ricciatello ist jetzt zum Beispiel am Berg deinem Team schon überlegen und ich habe dann dort noch Del Toro on top und habe Contreras. Also man sieht jetzt schon, wie die Teams in verschiedene Richtungen gehen. Ja, aber am Hügel zum Beispiel oder bei diesem Mittelgebirge traue ich mich schon zu mit Lecerf, dass ich da was reißen kann. Also Absolut. wenn Lecerf jetzt hier plus 2 gehabt hätte oder so, dann würde ich hier ehrlich gesagt um Platz 2 fahren wollen. Ja, absolut. Und das passt Ja. auch so, aber ich spreche jetzt von diesen bergigen Rennen, die richtig bergig sind. Wie das Tempo jetzt raus ist, Mann. Da kannst du dir vorstellen, will ich nachher Gas geben. Intermarché fährt auch vorne rein, also zwei Teams übernehmen da jetzt auf jeden Fall die Kontrolle. Stehen Zuschauer mitten im Feld. Oh, Kollision mit den Zuschauern. Wie ist bei dir gerade der Streckenverlauf? Wo fahren wir gerade? Wie sieht die Straße aus? Mittelschmale Straße ohne weiße Linie, geht den Berg auf, Gras ohne Feld und jetzt fahren wir über zwei Zuschauer drüber. Ja, und wir fahren Linkskurve, oder? Jetzt fahren wir eine Linkskurve und dann kommt gleich eine Okay, Rechtskurve. das ist bei mir gleich. Dann passt's. Und vor uns fährt ein, warte mal, was ist denn markant? Da stehen keine Zuschauer, keine, also wir wirklich sind irgendwo in der Pampa, Ja. ohne Häuser, nichts. Und jetzt kommt ein weißes Auto Ja, los. genau. So. Wir sind exakt beim gleichen Rennen. Okay. Oh, da ging es aber steil runter. Da wird es mir ja Ja, gleich total. schlecht. Da. Ja, wenn wir so chillig fahren, dann kann ich mit Lecerf noch was reißen, hier trotz minus 2. Ja, das ist die Frage, wie lange wir so chillig fahren. Ja, wenn die da Gas geben, also ich meine bei dem letzten Berg da quasi, bei dem letzten Hügel oder was das da sein soll, da wird halt Dampf gemacht. Das ist auch nicht
ohne. Aber der ist kurz, wer weiß, vielleicht kommt man damit drüber. Also ich gebe meine Ziele noch nicht auf, trotz Tagesform. Und schau dir mal Nee, an, UAI solltest du auch vorne, nicht. die verheizen doch jetzt ihre Leute schon. Ja, also das muss man schon sagen. Und da kommt uns das jetzt entgegen. Die Spitzengruppe ist auch nicht zu stark, aber auch nicht so. Also ich finde, die Spitzengruppe ist stark genug, um es auf jeden Fall bis über den steilen, langen Berg zu schaffen. Ja, aber mehr halt nicht. Die sind insgesamt natürlich nicht gut genug von den Attributen. In echt würde Pogacar halt jetzt an dem Berg angreifen und das Rennen ist vorbei. Ja, stell dir vor, der macht das jetzt hier. Und dann arbeitet hinten ein Intermarché sich auf. Das wäre geil. Und dann Pogacar natürlich auch. Also, Ey, weil ich glaube nicht, dass der das stark frage genug ich ist im mich halt Spiel, auch um so ein. beim PCM, weil sich jetzt doch im Radsport einiges geändert hat in den letzten Jahren. Diese Solos da, diese Soli. Die ganze Ja. Zeit, ne? Ob das im PCM irgendwann mal also Einhalt, ob das, wie sagt man das, ob das irgendwann mal mit eingebaut wird, weil das ist ja aktuell niemals der Fall. Na, da müssen Sie, glaube ich, irgendwas ändern. Also da müssen Sie wahrscheinlich in der DB nochmal einen zusätzlichen Wert für so. Ich weiß nicht, also ich erinnere mich, es gab mal ein FIFA-Computerspiel. Das war so extra für die Weltmeisterschaft 2002. Und da gab es bei gewissen Spielern, Ja. die hatten so einen Stern und die hatten dann einen Spezialschuss. Ich glaube, das haben sie nie wieder gemacht bei einer anderen Version. Okay. Das haben sie nur da gemacht und die hatten dann einen Schuss, der zum Beispiel so ein bisschen um die Kurve, also die konnten den Ball um die Kurve schießen und der Schuss war extra hart und der Schuss war dann auch so mit so einer Animation unterlegt, wenn die geschossen haben. Und Okay. vielleicht ist das, dass du weißt ja, dass es dann fünf Fahrer gibt, einfach, die so krasse Aktionen leisten können. Das ist das Einzige, was ich, also wie anders willst du das sonst darstellen? Weil es gibt ja wirklich nur Evenepoel, Van der Poel, Pogacar, Ja, Vingegaard. stimmt schon, ja. Ich weiß nicht, gibt es noch einen fünften? Habe ich jetzt jemanden Ja, vergessen? und es sind halt Rennen, Roglic mit Abstrichen. es sind halt Rennen, auch meistens, wo das passiert, die entweder natürlich bergig sind, für die Vingegaard und Pogacar oder Evenepoel, und dann halt die Kopfsteinpflaster-Dinger, wo halt hinten, selbst wenn da drei Teams arbeiten würden, den nicht mehr einholen können. Genau. So, und das Und das weiß ist ich dann, nicht. da muss man halt dann irgendwas finden. Sobald Pogacar weg ist, ist der so stark, dass also das quasi die Taktik dann sein müsste, dass der halt, dass du halt versuchen musst, ihn nicht wegfahren zu lassen, dass du das direkt unterbinden musst immer. Ja, Ja, aber das also kann das ist natürlich also dann auch das wie Gameplay willst du das zerstören. sonst lösen? Genau, Ja. wie willst du das sonst lösen? Also das ist, glaube ich, ultra schwierig. Ja. So, und jetzt müssen wir schon aufpassen, weil wenn die jetzt da drüber krachen, dann Ja. Aber jetzt mal eins gemacht, weil jetzt kommt der Berg. hast du sehr gut gemacht. So, wann übernimmt das Project DY die Favoritenrolle endlich an und macht ein bisschen Tempo? Das ist hier die Frage. Du reißt dich auf jeden Fall schon ganz weit vorne ein. Also das ist schon die Position eines Mitfavoriten. Ich habe vergessen, Wasser zu holen. Ich hoffe, das mache ich jetzt nach dem Berg. Wieso fahren die denn so lahm? Ist mir ein bisschen zu langsam. Die sollen mal Gas geben. Ich komme gar nicht durch. Oh, jetzt planst du was. Hier muss jetzt mal ein bisschen das Tempo hochgeschraubt werden. Also das Tempo ist hoch genug, meiner Meinung nach. Schade, dass die Straßen nicht eng sind. Das würde mir jetzt entgegenkommen. Oh, der Merkel ist leider schon, der kann leider nicht mehr lang. Der ist schon ordentlich am Schnaufen da, der kommt nicht mehr lang mit. Also den ersten hat es hinten schon rausgehauen. Also Ja, das Merkel ist hat's jetzt ein auch gleich Feld. raus. Du bist jetzt schon, du verursachst hier schon ganz schön Schaden jetzt. Muss man ein bisschen Gas geben, jetzt sind wir ja schon gleich oben, das war ja einfach, der Berg.
Na, ganz einfach. Schau mal, wer da noch übrig bleibt. Das ist aber noch, das muss doch jetzt noch, da muss doch noch jemand rausfallen. Das heißt, dass du gute Tagesform hast. Nee, ich habe nur Minus. Ich habe Minus 8 insgesamt. Oh, jetzt ist der Groß auch rausgefahren. Oh, jetzt ist es aber schön gerissen. Aber es läuft wieder zusammen. Ich kann gleich Wasser holen. Jetzt übernimmt das Project hier plötzlich. Von UAE ist nichts mehr zu sehen. Von wegen Favoriten. Guck dir mal UAE an, Alter. Wo sind denn die? Wo ist denn der Groß? Der soll mal Wasser bringen jetzt. Aber zackig. Jetzt kommt das Project. Da vorne ist die Ausreißergruppe. Also, wie du da jetzt das Kommando übernimmst, das ist ja sagenhaft. Ja, wenn schon, denn schon. Also Pogacar, der muss, also ich mache das so wie Emil Herzog beim E3-Preis vor kurzem. Keinen Respekt vor großen Namen, einfach mal mitfahren und Absolut einfach mal richtig. sagen, hier bin ich. Absolut. Ich bin auch hier. Ich habe bloß langsam ein Wasserproblem. Weil der wird nicht mehr nach vorn kommen, da der schnauft auch schon. Das Ziel muss natürlich sein, dass die Pogacar-Helfer müde werden, dass ich diese guten Fahrer alle. Also, mein Ziel ist schon, dass ich hier das Ding jetzt ausdünne. Ja. Logisch. Alter, ich warte ungefähr seit 30 Kilometern auf die Wasserflasche. Der kriegt es einfach nicht hin. So, jetzt. Jetzt haben wir es doch. So, Gruppe ist immer noch vorne Jetzt zum mit 2 Beispiel Minuten. geschafft, Fisher Black ist hinten weg. Stark. Der muss schon arbeiten, um wieder ranzukommen. Schafft er Er zwar, wird auch aber. wieder ran. Er wird wieder rankommen, aber das muss das Ziel sein. Also, ich würde mal wieder. Ich würde mal mich langsam wieder ein bisschen beruhigen. Du zerstörst deine eigenen Fahrer halt auch. Ja, das ist okay. Gut, bei der Abfahrt, die dann kommt, da kann man sich, glaube ich, ganz gut erholen. Die Gruppe war gut, 23 Mann noch. Ich wusste es. Ich bin sofort nach vorne gefahren, dass ich das gesehen habe, dass da so eine Gruppe kommt. Und du bist vorne, war mir sofort klar, was passiert. Aber das hat es jetzt richtig zerlegt. Ja, aber die Frage ist, bleibt es dabei, weißt du schon? Jetzt müsst ihr halt einfach UAE 44. übernehmen. Genau, schaffen die das oder nicht? Mann. Aber da die 60 dahinter, die kommen wahrscheinlich wieder ran, wenn ich das mir so anschaue. Was macht jetzt UAE? Übernehmen die jetzt? Kommt drauf an, also die Gruppe ist halt noch vorne, aber der Abstand ist klein, also die müssten nicht unbedingt. Auf jeden Fall fährt jetzt Intermarché. Intermarché Jetzt scheint auf muss jeden Fall jemand zu fahren. fahren.
Jetzt muss jemand fahren, aber die Weil fahren da nicht siehst du schnell die genug. Das steile läuft alles Straße wieder da vorne, zusammen. die da rechts weggeht. Das wäre geil, wenn wir die hochfahren würden. Oh, nee, Ja, da jetzt will ist ich nicht hoch, Alter. alles wieder zusammen. Ja, das war zu erwarten, dass da das Tempo wieder rausgeht. Aber die müssen jetzt dann trotzdem wieder anziehen, weil ja die Gruppe noch vorne ist. Sogar Groß ist wieder rangekommen. Also wir schlagen uns ganz gut. Ja, Vor finde allem ich haben wir schon schon auch. Akzente gesetzt sogar. Ja, und das war jetzt auch wichtig, weil da haben jetzt natürlich ein paar, also Fischer Black und so, die werden jetzt, so jetzt gibt es eine Attacke. Und das wird dann UAE auch nochmal aus der Reserve locken. Und Intermarché. Ja, Ulissi muss fahren, der war auch schon mal abgehängt. Und Valens wieder, der Valens ist, muss hat schon wirklich viel fahren. gearbeitet. Kovi kommt nach vorne, Fischer Black, der war auch schon weg. Schau mal rechts die Straße, die da Ja, weggeht. da gibt's ja, also es ist ja gerade, zum Glück fahren wir, also können wir ja froh sein, dass wir die Straßen nicht fahren. So, und jetzt Jetzt bin ich kommt wieder, es gespannt. geht nochmal eine große Gruppe. Und jetzt gibt es eine Vorentscheidung. Wenn da UAE jetzt voll drüber brettert, dann gibt es jetzt hier eine Vorentscheidung. Aber da lassen wir uns die Butter nicht vom Brot nehmen. Also ich kann keine Führungsarbeit mehr übernehmen. Ich zieh's da ordentlich am Horn. Ayuso und Pogacar greifen an. Ich fahre jetzt auch mal mit. Die fahren echt zu zweit weg. Geht's denen noch gut? Och, ich hätte da mitfahren müssen. Ich habe kurz gezögert und dann war der Abstand schon da. Aber ich lasse jetzt das Intermarché natürlich zufahren, oder? Wir lassen jetzt das Intermarché jetzt machen. Ja, würde ich auch so sagen. Ey, wenn die jetzt wieder eingeholt werden. Ey, du, da ist was drin für uns. Jetzt geht, Roter fährt jetzt selbst hinterher. Also, ich glaube, dass wir gute Karten haben, hier ein gutes Ergebnis einzufahren. Sag ich dir ganz ehrlich. Glaub so. Und jetzt sind sie eingeholt. Ja. Und jetzt passen wir auf, was jetzt passiert. Schauen wir mal. 20 Kilometer noch. Die schlimmen Dinger sind erstmal rum. Jetzt fährt Contreras für Del Toro. Jetzt geht Ulissi, ja. Der attackiert aber nicht. Geiles Rennen schon wieder, oder? So, jetzt verliere ich Wilksch und Krejci. Ich war bis gerade eben noch zu fünft vorne. 53 Mann noch. Läuft ja wieder super. Krejci und Wilksch fahren jetzt gleich raus. Aber ansonsten kann man da schon zufrieden sein. Jetzt ist das Tempo wieder ein bisschen raus. Wilksch ist wieder da. Krejci ist wieder da. Und du bist auch wieder da mit deinen Leuten, gell? Wobei der ist auch immer. Oh, jetzt geht Intermarché. Oh, jetzt geht's los. Ayuso Pogacar. Gut, sind nur noch 10 Kilometer. Und jetzt geht's dann hoch am Ende. Das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen, wie weit es da ist, wie viel es da hoch geht. Wie viele Kilometer sind es? Zwei? Mehr werden es nicht sein, oder? Bist du noch da? Ich bin noch da, sorry, ich bin so Du konzentriert. musst auch mal sprechen. Ja, aber ich bin jetzt gerade so konzentriert, dass es gar nicht so easy ist mehr jetzt. Ja, ich ja. Du hast noch so viele Leute da vorne. Ja, du wirst da ganz weit vorne reinfahren, das sehe ich schon.
So, Leclerc ist leider kaputt, der hat leider keine gute Form gehabt. Und jetzt geht's hoch. Letzter Kilometer. Alter, da ist was drin. Da kommt El Toro. Da ist Christen. Und wer kommt da noch? Pogacar. Nein, Pogacar. Nein, Respekt, dass du da Zweiter wärst, aber das war keine Ankunft für Del Toro. Nee, das war zu hügelig. Das war kein Berg mehr am Ende. Nee, Sechster ist trotzdem okay, aber du holst natürlich jetzt in der Weltrangliste wieder mehr Punkte raus. Also das ist, merkt man jetzt schon, dass du halt da die Fahrer für diese. Du hast ein gutes Punkte-Team, muss man schon sagen. Ey, ich hätte fast Pogacar geschlagen. Hast du das gesehen? Ja, war saugeil. Aber Pogacar ist halt übel, wie der von hinten noch angeschossen kam. Der hat halt noch mega Balken gehabt und sprintet da dann auch noch. Ich war dann am Ende halt auch im Arsch. Aber zweiter Platz mit Christen bei dem Rennen. Ich habe gesagt, ich will aufs Podium fahren. Hab's dir gesagt. Sehr geil. Aber wieder der Rennverlauf. Mega Spaß gemacht, oder? Boah, Hammer, Hammer. Und jetzt kommt ja, jetzt bleiben wir in Italien tatsächlich, jetzt kommt ja der Giro del Trentino. Genau, die Tour of the Alps.